Mit diesem Evangelium, liebe Schwestern und Brüder, kann man so schnell fertig sein, wie wir immer so rasch das Evangelium erledigen können. Wenn wir sagen, ja, das war wirklich schlimm mit den Pharisäern, so verengt, in einem Ritensystem gefangen, so viele kleine Gebote. Aber das Evangelium ist uns gesagt und es ist uns zu Recht gesagt. Denn in der gleichen Gefahr stehen wir alle. Wir sind gerade als Katholiken von Riten umgeben, die ihren Sinn haben. Die Riten, die Überlieferungen der Alten, bergen die alte Glut. Sie wollen Gefäße sein. Sie sind kein Selbstzweck. Sie wollen immer Gefäße sein, so etwas wie Röhren, die uns zur alten Glut, aus der sie kommen, hinführen wollen. Denn letztendlich geht es um die Liebe zu Gott. Das war auch bei den Pharisäern so am Beginn. Gerade ihre Bewegung steht dafür, jede noch so kleine Handlung, jede noch so kleine Aktivität des Alltags in Beziehung zu Gott zu setzen. Und dann geschieht das, was allen Religionen, auch den Frommen innerhalb der Religionen, auch uns droht. Dass man nämlich sklerotisch wird. Dass diese Riten Selbstzweck werden, dass sie verkalken. Und es gibt keine innere Verbindung mehr. Man beachtet sie um ihrer selbst willen. Bis dahin, dass man sogar den ursprünglichen Sinn pervertiert. Jesus macht das an einem Beispiel deutlich. Das vierte Gebot aus dem Dekalog. Ehre Vater und Mutter hat ja nicht etwas damit zu tun, dass man irgendwie 3,5 Blümchen kauft zum Muttertag und irgendwie dann auch irgendwie ab und zu noch an den Vater denkt, sondern es ist die Sozialversicherung in dieser Zeit. Es gibt keine Rente, es gibt nichts. Die Kinder haben für die Eltern einzustehen, weil sie sonst verhungern müssen. Und dann gibt es die Pharisäer, die sagen, na ja, aber wenn man etwas für den lieben Gott tut, solche Argumente hören wir manchmal auch heute. Dann ist das ja irgendwie wichtiger. Also das, was ich den Eltern schulde, damit sie überleben können, das gebe ich dem Tempel, das Korban. Klingt doch gut. Wer will dagegen etwas sagen? Gott hat immer die höheren Ansprüche. Aber Gott meldet seine Ansprüche an in seinem Gebot. Und dieses Gebot Gottes wird durch diesen Trick, wenn man so will, der vielleicht ganz ohne böse Hintergedanken zunächst geschieht, außer Kraft gesetzt. Das führt uns zum Nächsten, was uns davor bewahrt, dass unsere Riten verkalken, dass sie die Beziehung zu ihrem Ursprung verlieren. Das gilt bis hin zum Ritus der Messe. Deshalb zitiert Jesus das Wort des Propheten Jesaja. Wir sagen etwas mit den Lippen, aber das Herz ist nicht dabei. Es muss unser Bemühen sein, immer, immer. In jeder Situation, so schwierig das sein mag, Lippen und Herz in Einklang zu bringen. Wie oft kann man das auch heute in der Kirche erleben? Hinter vorgehaltener Hand wird einem etwas zugemurmelt, das ganz toll klingt und vielleicht sogar rechtgläubig ist. Und dann heißt es dann im nächsten Satz, ja, aber das kann man ja heute in der Öffentlichkeit so nicht mehr sagen. Dann machen die Medien einen fertig oder die Öffentlichkeit will das nicht hören. Was ist das? Das ist genau jener Wurzelgrund für sklerotische Gebilde. Wir befinden uns mitten in einem solchen. Dann ist Glaube nicht lebendig. Er wird brüchig. Er zerbröselt. Wie verkalkte Adern. Die Übereinstimmung. Das, was Jesaja anmahnt. Sie ehren mich nur mit den Lippen, aber ihr Herz ist ganz woanders. Wir bewegen manchmal deshalb die Lippen, weil wir Menschen sind. Dass das sich auseinander bewegt, ist vielleicht sogar etwas sehr, sehr Menschliches. Und dennoch sollten wir das Problem erkennen und uns um Übereinstimmung bemühen. Karl Rahner hat in einem Gebet aus den 50er Jahren einmal gesagt, es ist gut, wenn sich die Lippen bewegen. Man sollte das nicht einfach per se schlecht machen. Denn es hat die Chance, dass diese Worte, die wir sprechen, auch die Riten, die wir befolgen, einen Strahl des Lichtes in unser Herz werfen, in unser oft verschüttetes, verdunkeltes Herz. Aber es geht darum, eine Beziehung herzustellen
Die Lippen bewegen sich nicht um ihrer selbst. Eine Übereinstimmung von Herz und Lippen, von Ritus und Glut. So viele Stimmen gibt es heute, die sagen, wir brauchen keine Riten. Eigentlich dachte man, man hätte das sozusagen spätestens Mitte der 70er, diesen Unsinn hinter sich gelassen, aber er ist leider langlebig, auch das ist offenbar menschlich. Nein, wir brauchen sie. Wir sind nicht immer mit dem Herzen dabei. Wir haben nicht immer die Glut des Glaubens und des Evangeliums in uns. Deshalb brauchen wir Gefäße. Aber wir müssen diese Gefäße intakt halten. Wir sollen nicht lauern darauf, wie das die Pharisäer hier tun, deren Herz in diesem Evangelium offenbar tot erscheint. Sie lauern darauf, was die Jünger denn jetzt Neues oder anders oder falsch machen in ihren Augen. Mit Liebe, mit der Glut ihres Glaubens,